Liebe Schwestern und Brüder, Vorsicht, ansteckend. Wir kennen diese Warnung bei Corona, bei Grippe, aber auch anderen ansteckenden Krankheiten. Wer sich ansteckt, kann schließlich selbst zum Überträger dieser Krankheit werden. Und das sollte man unbedingt vermeiden. Es gibt allerdings auch eine gute, eine positive Art der Ansteckung. Ein herzhaftes Lachen kann andere anstecken, ebenso Freude. Auch unser Glaube hat Ansteckungspotenzial. Die Botschaft von Ostern, dass Jesus auferstanden ist und auch uns ewiges Leben schenken möchte, ist die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Wer wirklich davon überzeugt ist, der lebt als österlicher Mensch, weil er weiß, dass es ein Leben jenseits dieser Welt gibt, wird er nicht versuchen, alles nur Mögliche aus diesem irdischen Leben herauszuholen. Und wer um die Auferstehung weiß, der wird nicht verzweifeln in den schwierigen Situationen, die uns das Leben manchmal aufbürdet, weil klar ist, nach Karfreitag kommt Ostern. Die ersten Zeugen der Auferstehung, die Frauen und die Apostel, sie haben sich davon anstecken lassen, was da Wunderbares geschehen ist. Sie haben davon weitererzählt, ebenso viele Menschen im Laufe unserer Geschichte. Heute sollen wir bezeugen, was damals am Ostermorgen geschehen ist und was wir glauben. Erzählen wir anderen von dieser Hoffnung, die uns seit Ostern geschenkt ist, dass nicht mehr der Tod das letzte Wort hat, sondern Gott und damit das Leben. Erzählen wir es anderen, aber noch mehr sollte in der Art und Weise, wie wir denken, reden und handeln, für andere deutlich werden, was der Grund unserer Hoffnung ist. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass auch heute Menschen von dieser Osterbotschaft angesteckt werden. In diesem Sinne gilt, Ansteckung ist ausdrücklich erwünscht. Halleluja! So segne und behüte euch der gute und der treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche allen ein gesegnetes Osterfest.